Hallo liebe Imker und Bienenfreunde, herzlich willkommen zu eurem Naturlatein-Kanal. Heute möchte ich euch mal ein bisschen was erzählen über Imkeranzüge. Also bis gleich, bleibt dran. Und das Thema Imkeranzüge möchte ich heute mal unterteilen in zwei Bereiche. Und zwar erstens Stichschutz und zweitens, wo viele nicht dran denken, den Arbeitsschutz. Fangen wir mit dem Stichschutz an. Das ist, denke ich, das, was auch viele Imker-Neulinge oder welche, die ein bisschen mehr Respekt vor den Bienen haben, interessiert. Wenn wir an den Bienen arbeiten, machen wir das im Normalfall ruhig. Das ist schon mal klar. Das ist der beste Schutz, den es eigentlich gibt. Und wenn wir merken, dass ein Bienenvolk vielleicht aufgrund des Wetters nicht so gut drauf ist, sollte man sich dann auch überlegen, wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht an einem anderen Tag dahin zu gehen. Ist aber nicht immer möglich, vor allem nicht wie bei mir bei Außenständen. Da kann ich nicht jeden Tag mal zum Gucken hinfahren, sondern da müssen Arbeiten auch erledigt werden. Und dann bietet sich so ein Stichschutz unter anderem an. Was gibt es denn für Stichschutzjacken, so nenne ich sie mal. Und zwar haben wir einmal, ihr könnt es hier sehen, ein Blouson, nur als Oberteil, mit einer Haube. Hier ist es eine mit Rundumblick. Finde ich immer ganz praktisch, sind keine Stege im Weg. Dies ist jetzt auch eine, die, wenn man das Blouson anzieht, die auf den Schultern sitzt und nicht auf dem Kopf direkt im Normalfall. Das heißt, man bewegt das hier, wenn man den Kopf dreht, nicht mit. Das finde ich immer sehr angenehm. Kleiner Nachteil ist, wenn man hier mit dem Kopf rankommt und man liegt da auf, dann kann es halt doch mal passieren, dass vielleicht eine Biene durchsticht und einen erwischt. Vor allem, wenn man so wenig Haare als Abstand hat wie ich. Ansonsten haben diese Jacken grundsätzlich eigentlich immer Taschen, unterschiedlich wie die aufgeteilt sind. Ein Bündchen am Ärmel, einen Gummizug und einen Gummizug unten am unteren Rand, also im Bauchbereich. Ich habe die ersten Jahre genau mit diesem Blouson immer geimkert, war da auch immer sehr zufrieden. Insofern kann ich auch empfehlen, funktioniert super. Später bin ich dann dazu gegangen und habe zusätzlich, das gibt es halt auch noch, mir so eine Imkerhose besorgt. Das lege ich mal weg. Die hat auch oben ein Bündchen und unten an den Beinaustrittsöffnungen. Hat auch diverse Taschen. Seht auch schon, dreckig und schmutzig. Und warum unter anderem so eine Zusatzhose auch Sinn macht, da sage ich nochmal was beim Arbeitsschutz zu. Also zum einen, seid in kurzer Hose unterwegs und braucht einen Stichschutz, macht die Sinn. Auch durch eine Jeans kommen die eher durch als durch diesen Baumwollstoff. Auch das funktioniert super. So, und dann kennt ihr es aus meinen Videos, ich trage eigentlich mittlerweile immer ein Overall. Auch da beim Arbeitsschutz noch ein paar Worte zu, hat einen besonderen Grund. Und da gibt es verschiedene Modelle. Natürlich hier vom Anzug her sind die meistens relativ identisch, haben auch hier Bündchen. Hier unten an den Hosen ist es manchmal noch so, dass es auch noch so einen Gummizug gibt, also an den Hosenbeinen. Das kann man dann unter den Schuh packen und dann wird der Anzug noch nach unten gezogen. Und man hat auch hier halt den Schutz, dass keine Bienen reinklettern können. So, und hier wollte ich euch mal eine andere Form der Haube zeigen. Also auch da kann man zu den Seiten gucken, natürlich mit den Stegen hier. Hier ist es so, dass diese Stege noch ein bisschen zusätzliche Stabilität geben. Hinten ist es geschlossen. Diese Art mag ich mittlerweile eigentlich sehr, sehr gern. Komme ich gut mit zurecht. Auch hier kann man die Haube aufmachen. Im Gegensatz zu dieser starren Rundhaube von eben, die kann man ganz schlecht nach hinten klappen und dann wieder drüber ziehen, ist die hier dadurch, dass sie so ein bisschen locker ist und nach links und rechts einen Reißverschluss hat, kann man die wunderbar aufmachen, nach hinten klappen und den Anzug dann erstmal nur so als Jacke-Anzug eben tragen. Hier vorne noch mit dem Reißverschluss, diverse Taschen. Ich mag die, also diese Overalls mittlerweile sehr gerne und diese Art der Haube auch. So, dann habe ich hier noch eine andere Art der Haube.
Die wollte ich auch noch einmal zeigen. Und zwar hier so dieser typische Imker-Schleier, Imker-Hut. Die gibt es tatsächlich, glaube ich, auch so einzeln zu kaufen, dass man nur noch einen Schleier hat, ohne diesen Blouson. Denn liegen die mit so einem Wulstkragen auf den Schultern. Das ist halt, damit das Gesicht geschützt ist. Dann hat man die Arme frei. Funktioniert auch gut. Manche stört es ja nur, wenn die Bienen einem so ein bisschen ins Gesicht fliegen und haben an den Armen und so keine Probleme. Und ich sage auch mal, so einmal so ein Stich am Arm ist auch nicht wild, wenn es denn überhaupt passiert. Und das gibt es aber auch für die Overalls oder für diese Blousons. Funktioniert auch gut vom Blickfeld her. Was ich jetzt aber speziell bei diesem nicht so gerne habe, ich zeige es mal, hier innen ist jetzt so ein, ja, wird halt der Kopf reingesteckt. Ich setze das mal auf. Und hier bewegt sich jetzt, halt sie mal fest, jetzt wäre hier unten normalerweise der Overall dran. Man bewegt sich da drin, das ist nicht ganz so flexibel. Man hat immer was hier oben etwas reibt. Die funktionieren, ist halt nicht hundertprozentig mein Geschmack, aber sind auch vollkommen in Ordnung. Und wenn wir beim Stichschutz bleiben, erstmal, auch da etwas höhere Schuhe, dass man nämlich, wenn man so eine Hose hat mit einem Gummizug, das da drüber ziehen kann. Ansonsten hat man doch mal auch am Knöchel doch mal die ein oder andere, den einen oder anderen kleinen Stachel drin. Kann passieren, aber normalerweise, wenn man an ein paar Völkern arbeitet zu Hause. Die ersten Jahre bin ich in kurzer Hose rangegangen. Wenn man Zeit hat, in Ruhe, dann funktioniert das mit den Bienen eigentlich immer gut und man muss sich um Stiche keine Gedanken machen. Und da wären wir auch bei einem kleinen Thema, das ich habe, und zwar in einem der Kommentare, total netter Kommentar, alles gut, kam aber, ich solle mal vielleicht mit weniger Schutz an die Völker und zeigen, dass ich ein guter Imker bin. Da stelle ich mal zur Diskussion, ob man den guten Imker daran erkennt, dass er keinen Schutz trägt. Und möchte ich auch ein paar Worte dazu verlieren, warum ich diesen denn trage. Wie ich gerade erwähnt habe, wenn ich ihn zu Hause instand habe, ja, dann kann ich die Völker dann auch in Ruhe lassen, wenn die mal unruhig sind. Geh weg, zieh mir dann in Ruhe was anderes an. Und das kann ich an Außenständen meistens nicht. Wenn ich da 12 Völker durchgucke und da ist ein närrisches dabei, das ist meistens dann auch nur das eine, da ist man dann bei 8 Völkern alles super, ne, braucht keine Haube und nix. Und beim 9. wuff, das kann halt passieren. Dem beuge ich schon mal vor, weil da dann mal 2, 3 Stiche zu kassieren, dann wieder zum nächsten Stand zu fahren, wenn man dann schon ja, nach Pheromonen riecht, dann ist das nächste Volk da auch nicht so von angetan. Und ihr seht es in meinen Videos, dass ich Videos mache. Und wenn ich diese Videos mache, dann muss ich dabei nachdenken über das Video, über das, was ich erzähle. Und da hilft es mir, wenn ich mich denn nicht noch darauf konzentrieren muss, ja, wie ich am Volk arbeite, sage ich jetzt mal. Also es fällt mir dann einfacher, das alles zu machen, wenn ich diesen Schutz trage. Vor allem, weil die Bienen auch hier auf dieses Mikro und auf die Kamera in Schwarz mit spiegelnden Oberflächen meistens eher ungehalten reagieren. Also diese Spiegeln macht die doch aggressiv. Und dann fliegen die mich immer mal wieder an, hängen in diesem Puschel hier oben drin. Und deswegen sage ich dann gerade bei den Videos, Schutz drüber und gut ist. Und dann will ich nämlich auch gleich zum nächsten Thema kommen, Arbeitsschutz. Das ist eigentlich der Hauptgrund für mich, sogar über dem Stichschutz, dass ich mittlerweile diesen Overall trage. Betrifft natürlich nicht die Haube, ihr werdet mich manchmal sehen ohne Haube, aber mit Overall, das auf jeden Fall. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich fange mal von unten an. Das hier ist für mich Arbeitsschutz. A, natürlich, man wird da nicht gestochen, aber B, umknicken. Ich bin draußen auf Wiesen unterwegs und im Wald. Das ist für mich ein Umknick- und ein Trittschutz. Gerade wenn ich auch noch eine schwere Honigzarge oder irgendwelche Völker so trage und nicht genau sehe, in dem Moment, wo ich vielleicht hintrete und ich trete in irgendein Loch, ist das hier besser als Turnschuhe oder Crocs. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. Ich habe hier den Overall ja hier drüber. Das ist bei mir nicht vorrangig zum Stichschutz, sondern eher zum Beißschutz gegen Zecken.
Auf Wiesen, im Wald, ich stehe da manchmal relativ ruhig hinter den Völkern, mal 10, 15 Minuten an einem Volk, kann durchaus mal vorkommen, wenn ich da noch Ableger mache oder was auch immer an den Völkern. Und seit ich zum einen diese Hosen mit dem Gummizug habe und auch den Overall, habe ich keine Zecken mehr mit nach Hause gebracht. Für mich arbeitsschutzmäßig ganz, ganz wichtig. In Zeiten von Borreliose und FSME, denke ich, ist das ein wichtiges Thema. Und durchaus wichtiger als 2, 3 Stiche, die ich da vielleicht mal an einem Tag kassiere. Wer Borreliose schon mal hatte und dann Antibiotika nehmen musste, musste ich auch schon mal, der weiß, was ich meine. Und ja, das packen wir mal weg. Und dann ist es nicht nur dieser Zeckenschutz oder das Umknicken, sondern auch Mechaniker. Die arbeiten mit schmierigen Sachen, mit Öl in deren Fall, und haben nicht umsonst Arbeitskleidung. Wir arbeiten mit Honig, mit Propolis, mit Wachs, und das sind alles Sachen, die dann mal ja auch an die Kleidung kommen, und ich brauche mich nicht umziehen. Ich habe nur das eine Kleidungsstück, das ich im Auto haben muss, und das war's. Ich kann, wenn ich irgendwo auf dem Weg zum Einkaufen bin, dieses Ding anziehen und muss nicht extra Klamotten dabei haben. Für mich sehr, sehr praktisch. Eine Sache, die ich noch vergessen habe: Handschuhe. Ich habe jetzt mal welche aus Leder. Die gibt es ja immer mit so einer Stulpe und auch so einem Gummizug. Bei mir auch teilweise, damit ich keine schmierigen Hände habe, wenn ich ins Auto steige, ziehe ich die aus, fertig. Und natürlich trotzdem auch der Stichschutz. Die gibt es aus, zum einen hier aus einem, das ist jetzt ein relativ dünnes Leder. Ich finde, da hat man auch ein Gefühl für die Waben. Und ich versuche auch immer so über die Waben mit Handschuhen zu gleiten, dass man keine Bienen quetscht. Dann gibt es die auch noch zum Beispiel aus Gummi, Nitril. Die kann ich nicht mehr nehmen, die hatte ich mal ein Jahr. Und ja, irgendwie reagiere ich da wohl drauf. Manche nehmen auch so Einweghandschuhe. Weiß ich nicht, ob das denn wirklich Sinn macht, aber da habe ich jetzt keine Erfahrungen mit. Also auch die geben einem durchaus mal Sicherheit. Und man schmiert danach nichts voll, und Hände waschen draußen ist halt schwer. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Hier einen Daumen hoch, nehme ich auch ganz gerne. Abonniert den Kanal, wie gesagt, drückt die Glocke, dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Und wir sehen uns bald wieder, euer Naturlatein-Kanal.